Der Martin hatte gestern schon erzählt von dem Gathering in München, dass dort auch prophetische Worte, prophetische Momente waren, wo man etwas von diesem neuen Wein schmecken konnte. Und wir haben eben nochmal drüber gesprochen, da gab es eine Frau, die war auf der Bühne und sie hat erzählt, eine Frau aus Holland, dass sie aus Deutschland Lehmboden sich bestellt hat. Und aus diesem Lehmboden hat sie Gefäße für das Abendmahl herstellen wollen. Und sie hatte den Eindruck, sie sollte das nicht mit Wasser hochziehen, dieses Gefäß auf der Töpferscheibe, sondern sie sollte dafür Wein nehmen. Dann ist sie losgezogen, hat Wein geholt, hat das probiert und es ging nicht. Es ging einfach nicht gut. Und sie hat dann mit dem Herrn gesprochen, woran liegt das, dass das hier und so. Und dann kam sie drauf, es war nicht der kostbare Wein, sondern sie hatte einen günstigen Wein genommen. Dann ist sie losgezogen und hat kostbaren, edlen Wein geholt und hat diese Gefäße hochgezogen. So kleine Pöttchen für zum Trinken und einen Krug. Das Besondere war, was mich wirklich berührt hat, das ist, dass sie gesagt hat, der neue Wein in Deutschland kommt. Der Herr schenkt diesen neuen Wein ein. Überall gibt es Flecken, wo der neue Wein kommt. Und das Besondere war, sie war fast blind. Das hat mich tief berührt, dass sie sich hingegeben hat an das Werk des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Für ein Land, aus dem sie gar nicht kommt und wo sie sich zur Verfügung gestellt hat, prophetisch zu dienen. So, der neue Wein, jetzt kommt's. Wir haben in der Gebetsvorbereitung auch immer wieder um diesen neuen Wein rumgebetet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr manchmal Träume habt in der Nacht von Gott. Dass da Traumbilder sind, dass da Eindrücke sind, dass Gott in einer besonderen Weise euch Bilder und Offenbarung schenkt über das, was er tun will. Und eine aus unserem Team, die das so erlebt hat, das ist die Ulrike, die wollte ich jetzt mal bitten, dass sie ganz kurz ihren Traum erzählt. Und das hat mich echt tief bewegt, deswegen jetzt. Herausforderung. Das am Wochenende. Ja, ich war mit meinem Mann in den Herbstferien an der Nordsee und in der ersten Nacht hatte ich einen Traum und den habe ich jetzt, wo wir uns hier wieder getroffen haben, erzählt und sie gesagt, ich soll ihn heute Morgen euch erzählen. Also ich ging durch eine Stadt und die Geschäfte waren schon alle geschlossen. Und ich sah vor mir eine ganz große Kutsche mit Pferden angespannt, 4 Pferde davor, ganz festlich geschmückt. Und auf der Kutsche saß eine Weinkönigin. Und, das ist schrecklich, du musst halten. Alles gut. Und hinten auf der Kutsche eine ganz, ganz große Weinflasche. Und hinter der Kutsche gingen ganz festlich gekleidete Menschen, also in ganz schicken Kleidern, Anzügen. Und dann ging ich weiter durch diese Stadt und guckte so in die Seitenstraße und die Seitenstraße, wie man so als Frau ist, ja auch ein bisschen neugierig. Und überall waren Menschen beschäftigt daran und stellten Tische auf mit weißen Tischdecken, Weingläsern und waren am Vorbereiten. Und überall tuschelten so, der neue Wein kommt, der neue Wein kommt. Der neue Wein kommt. Yay! Yes, yes, yes! Also Leute, wenn euch nichts begeistert, das muss euch begeistern. So, aber noch nicht zu Ende. Elke, komm, jetzt aufpassen. Ja, ich hatte vor kurzem auch einen Traum. Und zwar bin ich da einer guten Freundin im Traum begegnet, die einfach auch dem Herrn nachjagt und ihn total lieb hat und sie kam dann ganz begeistert so auf mich zu und sagt zu mir, du Elke, ich
habe momentan so tolle Begegnungen mit Jesus und Jesus will jeden Tag mit mir einen Wein trinken. Und es ist nicht nur irgendein Wein, das ist der beste Wein, den er hat, den schenkt er mir ein. Und das ist genial, jeden Tag, immer wieder. Geschwind im Kopf denke ich, ich will das auch oder warum sie und ich nicht. Aber so weit kam das gar nicht, weil irgendwann kam dann irgendeine Gestalt, ich weiß es nicht, irgendwie so eine Stimme zu mir und sagt, du Elke, guck doch mal in deinen Glasschrank, die Weingläser, die sind schon voll. Und ich habe dann hingeguckt, ich war dann total begeistert, sage ich, es ist bereit, wir müssen es nur nehmen. Wir müssen es nehmen. Und interessant war auch noch der Satz, aber sei nicht traurig, die Wirkung kommt manchmal erst einen Tag später. Also sei nicht traurig, wenn du jetzt vielleicht nicht so vielleicht was spürst wie jemand anders hier. Seid nicht neidisch oder irgendwie oder guckt auf den anderen, sondern guck auf deinen Glasschrank, der schon voll ist und nimm. Und wenn die Wirkung auch erst später kommt, bleib dran. Amen.